Ich freue mich sehr im Namen des Organisationsteams, das ist Christian Rohr und ich vom Historischen Institut der Universität Bern, sowie Jean-David Gerber vom Geographischen Institut der Universität Bern. Wir möchten Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Podiumsdiskussion unserer Ringvorlesung Vertikal, interdisziplinäre Perspektiven auf die Tiefen und Höhen der Schweiz. Wir hatten die heutige Podiumsdiskussion als Abschluss und auch als Höhepunkt eigentlich der Ringvorlesung im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung geplant. Schon im Frühling 2020, wie Sie alle wissen, ist dann aufgrund der Corona-Pandemie dieses Unterfangen, das in einem großen öffentlichen Rahmen auch durchzuführen, musste verschoben werden, mehrfach verschoben. Die Lage ist weiterhin labil, deshalb haben wir uns jetzt entschlossen, sie nun per Zoom durchzuführen. Wir hoffen natürlich, dass trotz dieser virtuellen Durchführung ein reger Austausch zwischen den PodiumsteilnehmerInnen stattfindet und sich auch das Publikum dann aktiv einbringen kann. Ich werde nachfolgend gerne die PodiumsteilnehmerInnen vorstellen, möchte als erstes aber kurz auf die thematische Rahmung unserer Ringvorlesung eingehen. Die scheint mir gerade auch für diejenigen unter Ihnen wichtig, die eben nicht an der Ringvorlesung selbst teilnehmen konnten. Heute sind ja auch Studierende von mir beispielsweise dabei aus dem Seminar Below Ground, das ich jetzt dieses Semester gerade durchführe. Die Schweiz, das war die Ausgangsthese oder Prämisse der Ringvorlesung, hat eine ausgeprägte Affinität zur Vertikalen. Und dies nicht erst etwa seitdem eben Projekte wie beispielsweise die Porta Alpina, dieser tiefste Bahnhof der Welt in der Surselva, ich glaube, wir kommen noch darauf, lanciert wurden. Und auch nicht erst seitdem Prestige-Hochhäuser wie etwa der Roche-Turm oder die Roche-Türme in Basel in die Höhe schießen. Bereits im 19. Jahrhundert wurden die markanten Höhen der Schweiz als Identitätsmarker und als nationale Symbole im kollektiven Gedächtnis des Landes verankert. Die topografische Kartierung der Schweizer Landschaft, die wissenschaftliche Vermessung der Alpen und auch ihre literarisch-historische Verklärung spielten für die Ausprägung des nationalen Selbstverständnisses im 19. Jahrhundert eine gewichtige Rolle. Der Gotthard, der bis ins 18. Jahrhundert als höchstes Gebirge galt, wurde in der sogenannten geistigen Landesverteidigung der Zwischenkriegszeit sogar zum Symbol erhoben für den, Zitat, Sinn und die Sendung des eidgenössischen Staatsgedankens. Nebst der politisch-ideologischen Bemächtigung der Alpen wurde die Vertikale im 19. und dann vor allem auch im 20. Jahrhundert auch technisch angeeignet. Sie stand dabei sinnbildlich für die schweizerische Ingenieurskunst. Visionäre Bahnen sowie der Bau auch von Tunnels, von Festungsanlagen legen beredtes Zeugnis davon ab. Was jedoch in einer auf die alpine Schweiz konzentrierten Sichtweise auch oft aus dem Blick gerät, ist der Umstand, dass auch die urbanen Zentren spätestens seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert massiv eigentlich in die dritte Dimension wuchsen. Das große Buddeln und das Verlegen von Leitungen, von Kabeln, von Röhren im Untergrund, ebenso auch wie das Bauen in die Höhe, nahm in vielen Schweizer Städten um die Jahrhundertwende ungeahnte Ausmaße an. Für uns ist das jetzt vielleicht lächerlich, aber damals waren die Bauten wirklich am Wachsen, auch nach oben. Sphären und Unter- und Übergrund wurden dabei immer auch enger miteinander verflochten. Heute scheint der Diskurs um die Vertikale geradezu eine Hochkonjunktur zu erleben, und zwar sowohl in Politik, in Wirtschaft wie auch in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Sie alle haben sicher schon das Stichwort Dichtestress gehört, das auf das Gefühl der Enge rekurriert und das durch den vermehrten Bau von Hochhäusern in den metropolitanen Regionen der Schweiz auch in Zukunft in aller Munde sein wird. Wobei, wenn jetzt Corona quasi längerfristig uns heimsucht, ist dann schon die Frage, ob wir wirklich in diesen verdichteten Städten wohnen wollen oder ob das quasi dieser Dichtestress dann plötzlich nicht mehr diese Konjunktur hat. Die Risiken des Einsatzes von Drohnen im Luftraum führen heute zu heftigen Diskussionen um die Regulierung ihres Einsatzes und auch die langfristige Veränderung unserer Wahrnehmungsweisen, also Überwachung, Selbstüberwachung und so weiter.
Nebst diesen Phänomenen auf der Erdoberfläche ist auch der Untergrund jüngst in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Der Untergrund boomt. Er gilt geradezu als Last Frontier, als letzte quasi Grenze, zentrale Ressource auch des 21. Jahrhunderts. So könnte der Untergrund unsere Zukunft nicht nur dank mineralischer Rohstoffe, dank Wasser und Energie sichern, sondern auch Raum bieten für tiefen Abfallspeicherung, für Transportprojekte, Logistikprojekte, für Forschungsinfrastrukturen und auch neue Sicherheits- und Datenräume. Wie nachhaltig solche und eben auch andere Aneignungen und Nutzungen des Untergrunds sind und welche Probleme sich dabei gerade auch in rechtlicher Hinsicht stellen, ist Gegenstand intensiver Debatten in Wissenschaft und Politik. Ähnliche, wenn auch nicht genau dieselben Problemlagen, stellen sich weltweit. Menschen, Daten, Blicke, Ressourcen bewegen sich in unserer globalisierten Welt eben nicht nur entlang horizontaler, sondern immer öfter auch entlang vertikaler Achsen. Keine Global City ohne komplexe Kabel- und Transportsysteme im und aus dem Boden heraus. Kein Überwachungs- und Sicherheitsregime ohne GPS, ohne Satellitentechnologie und verbunkerte Datenzentren. Kein militärischer Konflikt ohne 3D-Kartierungen, Untergrund und Killer-Drohnen, Übergrund. Wir haben in der Ringvorlesung Referentinnen aus der Geologie, aus Geografie, Architektur, der Kultur, der Umwelt- und Technikgeschichte sowie auch aus der Literaturwissenschaft eingeladen, die sich aus ihren je unterschiedlichen disziplinären Warten diesem Thema, den Höhen und Tiefen der Schweiz, angenommen haben. Dabei kam etwa die problematische Rechtslage und der Grund ebenso zur Sprache wie die Geothermie als erneuerbare Energiequelle, das verdichtete Wohnen ebenso wie die neuen Wahrnehmungen durch Drohnen, die vertikalen Raumobsessionen in der Schweizer Literatur ebenso wie das Gebirge in Filmen des Schweizerischen Armeefilmdienstes. Heute nun möchten wir den Dialog stärken zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und über die vergangenen und zukünftigen Potenziale und Risiken der Tiefen und Höhen der Schweiz mit einer illustren Schar von Gästen diskutieren. Ich freue mich sehr, Ihnen unsere Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen vorzustellen, die sich aus der Wissenschaft, der Politik, dem Journalismus und auch dem Feld der Raumplanung zusammensetzen und sich alle in der einen oder anderen Form mit den Höhen der Schweiz, vor allem auch mit den Bergen und oder dann mit den Tiefen der Schweiz beschäftigt haben. Als erstes begrüße ich Simona Boscani-Leoni. Sie kann vielleicht kurz winken. Simona Boscani hat in Paris Geschichte und Kunstgeschichte des Mittelalters promoviert und war am Istituto di Storia delle Alpi an der Universität der Italienischen Schweiz, ebenso wie als Projektleiterin eines SNF-Projekts zu den helvetischen Netzwerken des Arztes und Naturwissenschaftlers Johann Jakob Scholzer tätig. Seit 2013 ist sie SNF-Förderprofessorin an der Universität Bern und seit August 2019 Professeur remplaçant an der Universität Lausanne. In diversen Publikationen hat sich Simona Boscani intensiv mit dem Alpenraum beschäftigt, so etwa mit dem zusammen mit Jon Mathieu herausgegebenen Band zur europäischen Wahrnehmungsgeschichte der Alpen. In einer Monographie 2008 erschienen zur Funktion von religiösen Bildern der Alpen im Mittelalter oder in der 2019 von ihr herausgegebenen Briefedition mit dem Titel Unglaubliche Bergwunder, Johann Jakob Scheuchzer und Graubünden. Herzlich begrüßen möchte ich auch Antonia Cornaro, vielleicht auch hier ein kleines Winken, genau. Frau Cornaro hat Sozialwissenschaften und Stadtplanung studiert und war als Stadtplanerin in sehr vielen Städten in New York, London, Wien und Zürich tätig. Sie ist derzeit Expertin für Untertagebau bei der Amberg Engineering AG. An der ETH Zürich unterrichtet sie ebenfalls, so hält sie aktuell eine Vorlesung zum Thema Planning of Underground Spaces. Womöglich sind heute sogar Studierende
dabei von Frau Cornaro. Die Schwerpunkte Ihrer Arbeit liegen in der Raumplanung und Architektur urbaner, unterirdischer Räume, wobei es hier um die Steigerung von Mobilität, von Resilienz und von Lebensfähigkeit städtischer Räume geht. Ich möchte noch Ihre aktuellste Publikation erwähnen, die Sie zusammen mit dem Stadtplaner Han Admiral herausgegeben hat. Und zwar ist das der Band Underground Spaces Unveiled, Planning and Creating the Cities of the Future 2018 erschienen. Zu erwähnen ist auch Ihr Wirken in der International Tunneling and Underground Space Association, wo sie dem Committee on Underground Space vorsitzt. Das klingt alles für mich sehr spannend, aber auch sehr weit entfernt natürlich als Historikerin. Als weiteren Podiumsteilnehmer begrüßen möchte ich herzlich Martin Candinas. Er ist Mitte-Nationalrat, Mitglied des Präsidiums der Mitte-Schweiz sowie der Geschäftsleitung der CVP Graubünden, die noch CVP heißt und wahrscheinlich dann etwas später auch eine Umwandlung im Namen vollziehen wird. Beruflich ist er als Fachspezialist Partner und Key Account Management für die Helsana tätig. Martin Galinas ist seit 2016 Präsident der LITRA, des Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr. Daneben ist er Vizepräsident der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete. Er hält viele weitere Mandate inne in verschiedenen Vereinen, Stiftungen und Interessensgruppen. Das führt jetzt zu weit, wenn ich das alles ausführe. Das verkehrspolitisch sicher wichtigste Anliegen von Martin Candinas ist zweifellos die Sicherstellung der Erschließung der peripheren Regionen in der Schweiz, insbesondere des Berggebiets durch Straße und Bahn. Nebst diesen Anliegen setzt er sich auch für einen umfassenden Service Public, für eine nachhaltige Klimapolitik, für Wasserkraft sowie auch für gesunde Sozialwerke und die Medien- und Sprachenvielfalt der Schweiz ein. Ebenfalls begrüßen möchte ich ganz herzlich Olivier Latetin. Er ist promovierter Geologe mit einem zusätzlichen Master in Hydrogeologie. Olivier Latletin wirkte in verschiedensten Funktionen an Universitäten und in der Privatwirtschaft, so etwa als Geschäftsleiter der nationalen Plattform Naturgefahren oder als Direktor der Präventionsstiftung der kantonalen Gebäudeversicherungen. Seit 2011 ist er Bereichsleiter der Landesgeologie beim Bundesamt für Landestopographie Swiss Topo und auch Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Topo. Er war während 20 Jahren Dozent an der Uni Genf für Vorlesungen im Bereich Thema Naturgefahren, aber auch Raumplanung. Er war auch Mitglied des KTI Program Board des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Energieforschung, SCCER, für Strombereitstellung, wobei der Fokus dort eben auf Tiefengeothermie, auf Wasserkraft und auch CO2-Speicherung liegt. Und da wird es schon klar, weshalb Olivier Latletin hier mit von der Partie sein muss, natürlich bei diesen Themen. Last but certainly not least möchte ich Ihnen Jost Auftermaur vorstellen. Er arbeitet als freier Journalist und als Buchautor. Früher war er als Redaktor und Reporter für verschiedenste Printmedien tätig, so etwa die Weltwoche, Facts, aber auch die NZZ am Sonntag. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. Sein neuestes Buch, das ich allen sehr empfehlen möchte, heißt Die Schweiz unter Tag, eine Entdeckungsreise. Erschienen beim Echtzeit Verlag 2017. Er schreibt darin von seinen Entdeckungen in der Schweizer Unterwelt. Er war dort, wo die meisten von uns eben noch nie waren. Wasserkraftwerke im Berg, Hightech-Labors, Schatzkammern, Verkehrstunnels, ein Bundesratsbunker in meinem Heimatkanton, dem Kanton Uri. Da war ich auch noch nie. Und geheime Kavernen. In unserem Seminar haben wir übrigens bereits in das Buch hineingelesen, Herr Auftermaur.
Ja, jetzt habe ich genug quasi von mir erzählt, beziehungsweise die PodiumsteilnehmerInnen eingeführt, und ich möchte gerne jetzt quasi überleiten zu unserer ersten auch Frage. Ich habe zuerst so eine Leitfrage, die eigentlich für alle die gleiche ist und wo ich gerne eigentlich auch den PodiumsteilnehmerInnen und Teilnehmern die Möglichkeit geben möchte, ein bisschen aus ihrem Arbeitsfeld oder ihren Interessensgebieten etwas zu erzählen. Und zwar die Frage ist: Was macht für Sie denn eigentlich diese Faszination am Untergrund oder eben auch den Höhen der Schweiz aus? Und auch an welchen Aspekten oder Projekten oder Fragestellungen im Zusammenhang mit den Höhen oder dem Untergrund sind Sie aktuell besonders interessiert? Woran arbeiten Sie aktuell in diesem Zusammenhang? Aber ich glaube, die große Frage ist: Was macht für Sie die Faszination am Untergrund und oder den Höhen der Schweiz aus? Ich würde gerne eigentlich zunächst gleich mal Simona das Wort übergeben. Möchtest du dazu die ersten Reflexionen von deiner Seite her formulieren? Danke, Silvia, und danke, Christian, für die Einladung. Also ich habe eine Antwort vorbereitet, die wirklich historisch, also als Historikerin. Also ich denke, dass die Faszination für die Höhen und Tiefen der Schweiz ist geprägt von verschiedenen Aspekten, zugleich religiös, wissenschaftlich und ästhetisch. Man muss denken, dass während des 16. Jahrhunderts begannen viele Ärzte und Naturforscher die Berge zu erforschen, in der Überzeugung, dass dort Pflanzen, Tieren und Mineralien mit besonderen therapeutischen Eigenschaften gab, die als lokale Heilmittel benutzt werden konnten und die vielleicht noch besser wirken konnten als Produkte aus Asien und Amerika. Und ein Jahrhundert später begannen aber Theologen und Naturforscher, ich benutze, sorry, das Maskulinum, weil eigentlich waren wirklich nur Naturforscher und Theologen. Und sie haben sich wirklich gestritten über den Ursprung der Berge, weil sie haben sich gefragt, ob diese genau hässliche Auswüchse von Gott nach der Sintflut geschaffen wurden, um die Menschen an ihre Sünde zu erinnern, oder waren die Berge, wie zum Glück die meisten behaupteten, auch Schweizer, wenn du früher erwähnt hast, von Anfang an ein Bestandteil der göttlichen Schöpfung, und waren sie nützlich und schön? Und eine andere große, wichtige Frage, die für mich auch die Höhe und die Tiefe verbindet, waren die Frage der Fossilien, also eine geologische Frage, paläontologische Frage, weil das war genau, man muss auch verstehen, man wollte verstehen, wieso diese Fossilien zum Beispiel von Muscheln und von Fischen auf dem Gipfel der Berge zu finden waren. Und ich denke, genau, die Berge waren von Anfang an so wahrgenommen und tief mit dem Untergrund verbunden. Und sie stehen und standen seit wirklich Jahrhunderten im Mittelpunkt grundlegender Fragen, darunter, ich würde sagen, die Frage der Säkularisierung auch der Wissenschaft und also der Entwicklung, eine positive Wahrnehmung der Landschaften. Und das sind ein bisschen die Themen, die mich auch jetzt beschäftigen, weil ich dabei bin, wie du, wie Silvia und Christian wissen, ein Buch über die, in Anführungszeichen, Entdeckung der alpinen Natur und ihre Höhe zu schreiben, besonders also mit Fokus auf die frühe Neuzeit und besonders auf den schon erwähnten Johann Jakob Scheuzer, Zürcher Naturforscher und Arzt. Weil dieser Prozess ist für mich auch wirklich schweizerisch, aber auch gleichzeitig global, auch in der frühen Neuzeit. Schweizerisch, weil Scheuzer wie andere Naturforscher vor ihm in die Berge gingen, genau um Feldforschung zu betreiben, auf der Suche nach natürlichen Besonderheiten dieser Regionen. Und weil diese Besonderheiten dann auch kommerzialisiert wurden, wie wir heute noch wissen, also zahlreiche alpine Produkte sind auf dem Markt, denken wir zum Beispiel auch an die Kräutertees.
Und die Scholzer, wie diese Naturforscher, auch einen sehr wichtigen Beitrag geleistet haben im Rahmen der Positivierung dieser, der Landschaftswahrnehmung. Und natürlich auch dann nachher zur Entwicklung des Tourismus. Man kann denken zum Beispiel an die Thermalbäder oder auch die Luftkuren, also Klimatherapie, Luftkurentherapie, die sich in der Schweizer Alpen auch entwickelt haben. Und Scholzer war der Erste, der wirklich mit Thermometer und Barometer in die Berge ging, also unterwegs war, um Temperatur und Druck zu messen. Und gerade deswegen der Erste, der eine praktisch direkte Zusammenhang zwischen der Höhe der Berge, der Qualität der Bergluft und der Beschaffenheit der alpinen Natur und sogar der Alpenbewohner erstellen konnte. Und ich denke global, weil diese Forscher und besonders Scholzer auch, war auch mit Fragebögen unterwegs. Wir wissen, dass Fragebögen eine Praktik der Naturforschung, die sehr wichtig wurde im Rahmen der Entwicklung, im Rahmen des Ausbaus der spanischen Kolonialmacht in Amerika. Und gerade mit diesen Fragebögen wurden auch Fragen über die Höhe der Berge gestellt. Also die Entdeckung in Anführungszeichen Amerika hat auch in irgendwelcher Art und Weise zur Entdeckung der Höhe in Europa geführt. Vielen Dank. Da ist schon ein bisschen Untergrund angesprochen, dass mich interessieren würde, was Olivier Lattelton dazu sagt, wenn da der Untergrund und die Berge miteinander verknüpft werden. Ja, gerne. Ich probiere auf Deutsch zu reden. Also vielleicht, was mir als Geolog fasziniert, ich wiederhole Frau Simone, ist die Tatsache, dass die Berge der Alpen und der Jurakette aus der Meeresboden herausgebrochen sind. Das heißt, der Gipfel des Matterhorn zum Beispiel stammt aus einem ozeanischen vulkanischen Graben, 2 Kilometer in der Tiefe des Meeres und mehr als 200 Kilometer südlich vom Zermatt und steht heute über 3000 Meter hoch in Wallis. Ich könnte andere Fallbeispiele nehmen. Das Kalkgestein des Gipfels vom Creux du Vent im Jura sind voll von marinen Fossilien. Simone hat schon gesagt, wie Muscheln, Schnecken und Ammoniten. Und auch um diese Vertikal- und Horizontalbewegung in der Alp zu verdeutlichen, könnte ich auch vielleicht von der Hauptüberschiebung vom Glaris reden. Das wäre alte Schichten, Verrucano, 250 Millionen Jahre, über viele jüngere Schichten. Das heißt für mich Fazit, der Schweizer oder die Schweizerin ist heute vielleicht ein guter Bergsteiger oder ein Skifahrer, aber seine DNA ist geprägt vom marinen Salz. Und ich glaube, vielleicht haben wir deshalb zweimal die Segeltrophäe Amerika Cup gewonnen. Was mir gleich dazu einfällt, ist natürlich, dass eigentlich die 80er mit der Sicht aufs Mittelmeer eigentlich schon, also wir sind eigentlich schon Meeresbewohner, oder? Also insofern ist das Meer schon bei uns. Richtig, wir müssen diese Sicht auf das Mittelmeer nicht noch sprengen. Ja, vielen Dank. Jetzt möchte ich eigentlich gerne auch Martin Candinans fragen, was ist für Sie oder was zeichnet für Sie die Faszination am Untergrund oder auch den Höhen der Schweiz aus? Bei Ihnen vielleicht sind es eher die Berge, nehme ich an. Ja, guten Abend miteinander. Ja, bei mir sind es wahrlich die Berge, wenn man aus Rabius, einem kleinen Dorf bei Dissentis, kommt und in den Bergen aufgewachsen ist, dann hat man mehr mit der Vertikale zu tun, schon alleine. Das merkt man relativ früh schon beim Fußballspielen als Kind, dass wir mit der Horizontale nicht so gut haben wie mit der Vertikale. Und das macht sicher auch aus, die Faszination von den Bergen und auf der anderen Seite vielleicht auch die Faszination, was ist darum. Und für mich war das auch, ich bin da der Praktische unter den Teilnehmern vielleicht, die in der Politik eingestiegen ist mit einer einfachen Frage, wie kommen wir schneller zum Tal raus, wenn wir es wollen, und vor allem, wie bringen wir andere schneller zu uns,
in die wunderschöne Bergwelt. Und das war so ein bisschen mein Einstieg. Sie haben erwähnt, die Portalpina, da hatten wir eine Petition gemacht mit über 5000 Unterschriften, wo wir wirklich kämpfen wollten, dass die Surselve diesen Anschluss bekommt, ein dreifacher Weltrekord mit 800 Meter unter dem Berg, unter Sedrun, eine Haltestelle oder ein Bahnhof im längsten Eisenbahntunnel der Welt und dann noch mit einem öffentlich zugänglichen Lift, der 800 Meter in die Höhe geht. Ich träume noch immer davon. Wir werden auch weiterhin mit dem auseinandersetzen. Aber ich glaube, die Faszination ist wirklich, wenn man in den Bergen ist, dann weiß man, es geht hinauf und es geht hinunter. Und wenn man auch die Verkehrspolitik macht, dann wissen wir auch, dass die Verkehrspolitik ist natürlich spannender, wenn man irgendwelche Projekte hat, die irgendwo eine Faszination mit dem Berg, darum auch immer wieder die Geschichten mit den Tunnels hat, als wenn man irgendwo einfach eine Straße macht. Und ich glaube, hier wird auch verkehrspolitisch unter der Erde und über der Oberfläche, Sie haben gesagt, mit Drohnen, mit neue Flugzeuge, die entstehen, vielleicht auch die dann auch mit Strom fliegen. Hier sind wir bei weitem nicht am Ende und ich glaube, verkehrspolitisch wird sich sehr vieles noch bewegen, was die Luft anbelangt und im Untergrund. Vielen Dank. Ich denke, wir werden darauf noch zu sprechen kommen im Verlauf der Diskussion. Ich möchte gerne eigentlich auch Jost Aufdermauer jetzt bitten, sich hier bezüglich Faszination zu äußern, weil er natürlich war auch in dieser Portalpina-Station. Habe ich das richtig gelesen im Buch oder waren Sie, haben Sie die nicht auch besucht? Sehr aufmerksam gelesen. Ich bin in einem sehr frühen Zeitpunkt, als die Kaverne noch nicht ausgeweitet war, wo die Porta Alpina Station dann sich etabliert hätte, im frühen Zeitpunkt, als erst ein Kessel, ein gusseiserner Kessel, so wie man sich das vorstellt, das früher angeblich die Missionare in Afrika gekocht worden seien, so einen Kessel, wenn ich die 800 Meter von Erdoberfläche nach unten transportiert worden. Das waren südafrikanische Spezialisten, die das damals eingerichtet hatten. Der Lift bestand noch nicht und es war total faszinierend. Ich bin ein großer Verfechter auch dieser Attraktion. Das muss unbedingt realisiert werden. Also Sie spüren, ich bin ein bisschen angefressen von der Geschichte. Ich habe 20 Jahre lang gesammelt, unterirdisches gesammelt, künstlich gebautes unterirdisches gesammelt. Und am Ende hat dann der Berg eine Maus geboren, nämlich mein kleines Buch über die Schweiz und den Tag. Und da kommt das Positive und das Negative des unterirdischen Lebens vor. Ich persönlich habe mit der Vertikale im engeren Sinne meine Probleme. Ich leide an Akrophobie, der Höhenangst. Ich habe überlebt einen grässlichen Unfall und da ich überleben durfte, habe ich eine fast zärtliche Beziehung zu dieser Angststörung. Aber im weiteren Sinne, die Vertikale fasziniert mich total, denn sie ist ein Spiegel der Welt von oben. Wenn man in den Untergrund blickt, sind da Stein- und Beton gewordene Bedürfnisse der Welt von oben abgebildet. Vielen Dank. Das geht schon in Thesen hinein, die ich dann später vielleicht auch noch diskutieren möchte mit allen. Ich möchte jetzt sehr gerne Frau Carnaro noch bitten, natürlich sich zu diesen Projekten Untergrund zu äußern, beziehungsweise zu ihrer Faszination, weil ich denke, der Übergang ist schon bereits angelegt jetzt zu raumplanerischen, gestalterischen, ingenieurtechnischen Fragen Untergrund. Korrekt, das ist das Stichwort für mich. Raumplanung, Stadtentwicklung, Siedlungsentwicklung. Wie breiten wir uns weiter aus? Wie entwickeln wir unsere Stadtgebiete, sodass wir möglichst wenig Flächen verbauen und dass wir uns nachhaltig entwickeln?
Und gerade in einem Land wie der Schweiz mit so einer wunderschönen Landschaft, mit so imposanten Bergen, überlegt man sich das natürlich genau, wie man die Landschaft verbaut und wie man den Raum sinnvoll nutzt. Hier meine Liebe zum Untergrund oder meine Faszination kam mit der Zeit, als ich in interdisziplinären Ingenieurbüros arbeitete, nach ersten Erfahrungen in der Stadtplanung und Verkehrsplanung und eben auch mit dem Tiefbau immer wieder in Kontakt war. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, wie wenig man sich damit befasst, generell als Stadtplanerin, was im Untergrund vor sich geht und dass man das auch in der Lehre nicht wirklich mitbekommt. Und für mich ist es ganz stark ein interdisziplinäres Thema. Und deswegen bin ich auch sehr froh, Frau Berger, wenn Sie das von der historischen Seite aufgreifen. Aber eben auch, es ist ein sozialwissenschaftliches Thema, es ist ein politisches Thema, es ist ein wirtschaftliches Thema und auch ein Umweltthema, wie natürlich auch ein geologisches und geografisches. Und das ist diese Faszination, die mich wirklich gepackt hat, dass wir wirklich interdisziplinäre Ansätze finden müssen, um den Untergrund besser zu erforschen, aber auch in der Zukunft besser zu nutzen und besser zu planen. Und das ist auch Inhalt meiner Vorlesung an der ETH, die ich jetzt das zweite Semester lang unterrichte, wo es auch sehr um Interdisziplinarität geht. Ich habe dort Ingenieurstudenten und Geomatiker und Umweltplaner sowie Infrastrukturplaner und auch Architekten. Was ist noch zu sagen? Ich denke, erkennen den Untergrund nicht als diese wirkliche Ressource, die er ist im Allgemeinen. Wir schätzen ihn nicht genug. Er ist ja quasi unser Grund und Boden. Er ernährt uns, er stützt uns und er enthält Bodenschätze, er enthält Geomaterialien, er enthält wichtige Wasservorkommen, wichtige Ökosysteme, aber auch eben einfach Raum, den wir in natürlich vorsichtig geplanter Weise nutzen können zu unseren Zwecken. Als wichtiges Fundament für unsere städtische und Siedlungsentwicklungen. Und wenn Sie mich fragen, welche Projekte interessieren oder faszinieren mich ganz speziell in der Schweiz im Moment, dann könnte ich vielleicht zwei, drei erwähnen. Das eine ist wirklich eins erst auf dem Papier, in den Köpfen von einigen inspirierten Ingenieuren und auch Planern. Das ist das Lake Area Metro Projekt, wo es um einen U-Bahn-Ring um den Zürichsee geht, wo es darum geht, die S-Bahn in den Untergrund zu bringen und neuen Lebensraum zu schaffen in der Agglomeration Zürich, weil die S-Bahn eben die Leute vom Seeufer trennt. Und anderes Projekt, das ich hervorheben will, oder eine Serie von Projekten ist, was ich bearbeite zusammen mit dem Versuchsstollen Hagerbach. Das ist eine unterirdische Forschungsanlage im Sarganserland, wo faszinierende Dinge tagtäglich stattfinden, entwickelt werden, appliziert werden. Und da geht es konkret um Projekte wie können wir in Zukunft unterirdische Anlagen nutzen, eben nicht nur für Bunker und für geheime Anlagen, aber auch für effektiv für Forschung, für Produktion, aber sogar für Sport, für Kultur, für Archive, alles ist möglich. Und da gibt es einen spannenden Ansatz vom Campus Ostschweiz, das war auch groß in den Medien vor kurzem, wo eine Skianlage im Berg kreiert werden soll, um auch Nachwuchspotenzial in der Schweiz zu fördern, im Skisport, um jahreszeitunabhängig und schneesicherheitsunabhängig trainieren zu können. Und da kommen uns eben Verhältnisse im Berg zugute, die steten konstanten Temperaturen und auch der Raum, der verfügbar ist.
Und vielleicht könnte ich sonst noch erwähnen, das Projekt CERN, die berühmte Forschungsanlage unterhalb der Stadt Genf und auch nach Frankreich ausufernd, wo ganz spannende Dinge erforscht werden, wie auch das Projekt Cargo Souterrain, wo ich vielleicht später noch dazu zu sprechen komme. Vielen Dank. Sie haben genau viele Projekte schon angesprochen, die wir vielleicht später wirklich nochmals aufnehmen können. Ich würde jetzt gerne nochmals vielleicht ein bisschen ja, in die Mentalitätsgeschichte noch reingehen, auch in die kulturellen Deutungen eigentlich von Höhen und Tiefen. Und Sie fragen, ich sage mal die These, ja, wir haben eine Affinität zur Vertikalen, würde ich mal sagen, der können wir zustimmen alle. Hoffe ich, denke ich. Die Frage ist jetzt aber natürlich, worauf gründet das eigentlich? Also wodurch könnte diese Affinität, diese Nähe, diese Obsession, je nachdem, mit Höhen und Tiefen bedingt sein? Und dann auch die Frage, lässt sich denn sowas wie eine Mentalität, eine DNA, eine nationale, ein kulturelles Bewusstsein oder Unterbewusstsein mit dieser Richtungsachse, also mit diesen Tiefen und Höhen verbinden, auch mit der Deutung und Aneignung? Gibt es Semantiken, Mythen, Imaginationen, Sinneseindrücke, die damit verbunden sind, die eben das auch begründen könnten, oder gibt es ganz andere Momente, die hier dazu beitragen, dass wir diese Affinität in der Schweiz besonders haben? Ja, da würde ich das die Runde einfach öffnen. Derjenige oder diejenige, die sich zuerst melden möchte, kann sich einfach mit Hand erheben, melden. Simona hat sich gleich zu Beginn gemeldet. Gerne. Sorry, ich weiß nicht. Also ich habe du hast gesagt, ja, die Antwort ist sicher ja. Und ich weiß nicht, also ich habe mich gefragt, weil eigentlich habe ich eine Jein-Antwort. Das ist gut. Ich habe einfach mal nachgedacht, ich weiß nicht, ob diese Vertikalität eigentlich etwas schweizerisch ist. Oder ich denke, das ist etwas, was, wenn man denkt dann auch an die Notwendigkeit, diese Vertikalität zu nutzen. Also wenn man an die Nutzung vom Land, also für landwirtschaftliche Zwecke, allgemeine Nutzung von Ressourcen in Berggebieten. Ich denke, das ist eine Frage, die nicht nur im Alpengebiet wichtig ist, aber auch in anderen, also in Amerika wie auch in Asien. Also das ist die Auseinandersetzung mit der Vertikalität. Ich denke, das ist etwas, was viele unterschiedliche Bergregionen betrifft. Und dann zweitens, was wir auch nicht vergessen sollten, ist auch die Form der Religiosität, die auch mit dieser Vertikalität verbunden ist. Also denken wir an diese verschiedenen, also die Berge, die als heiliges Territorium wahrgenommen werden. Ich würde vielleicht die Grand Chartreuse in der Dauphiné erwähnen, aber auch The Pure Crystal Mountain in Tibet. Also wir haben wirklich verschiedene Elemente, die in irgendeiner Art und Weise auch eine Konstant haben, nicht nur auch außerhalb Europa, in Asien wie in Amerika. Aber da würde ich ja sagen, ja antworten, wenn du sagst, das ist auch etwas schweizerisch, ja, weil ich denke schon seit der Renaissance die Schweiz auch eine besondere Beziehung zu den Bergen entwickelt, zu den Alpen entwickelt. Und ich denke, das hat auch einen konfessionellen und einen politischen Grund. Weil viele Topografen und Historiker sind alle Männer, die haben wirklich diese Besonderheit des Schweizer Territoriums und die Bedeutung der Berge für die alte Eidgenossenschaft betont. Weil auch für diese Humanisten war wichtig, in irgendwelcher Art und Weise durch die Landschaft und durch die Alpen sich von den Katholiken wie auch von dem lutherischen Protestantismus abzugrenzen. Also ein Territorium in irgendwelcher Art und Weise fast zu erfinden als etwas Besonderes. Und diese Besonderheit wurde auch während der Reformation
stark erfuhr die Omer. Und dann auch im 18. Jahrhundert dienten die Alpen als Projektionsfläche für, ich würde sagen, gesellschaftskritischen Anliegen. Also wenn man denkt an das Gedicht von Albrecht von Haller, die Alpen, wo genau die Landschaft ist sehr positiv konnotiert, aber auch die, die Bergbewohner, die haben also diese Tugend auch der Alpenbewohner ist in diesem Gedicht sehr gepriesen. Und ich denke auch an die alle Novelle Louise von Jean-Jacques Rousseau. Und dann bin ich fertig. Nach 1884 spielten die Alpen weiterhin eine Rolle als Projektionsfläche einer nationalen und politischen Einheit, die weder durch Sprache und noch durch Religion gegeben war. Ich denke, da ist etwas, was Besonderes ist. Vielen Dank. Ich finde es toll, dass du quasi dieses Jein ins Spiel gebracht hast. Ich denke, das ist wirklich wichtig, dass wir da eben nicht Schweiz, also quasi so eine Helvetozentrismus zementieren. Herr Auftermauer, Sie müssten das Mikrofon anstellen. Genau. Ja, ich höre mich. Ich würde mich dem Jein Vorrednerin anschließen, aber die DNA, nach der wir vielleicht suchen, die uns da zum Wühlen im Untergrund bringt. Ich glaube nicht so sehr, dass das die Projektionsfläche der Alpen uns motiviert. Wenn ich an den... Bin ich noch im Bild? Hören Sie mich noch? Ja, wir hören Sie. Ja. Wenn ich an zum Beispiel an diese Errungenschaft des großen neuen Eisenbahntunnels am Gotthard denke, so ist das eine Negierung der Alpen. Wir wollen dieses Hindernis verneinen mit diesem Bauwerk. Wir wollen das, was es bedeutet hat in der Mythologie, in der Geschichte, sogar in der Religiosität, wie Sie das meine Vorrednerin erwähnt hat, wir negieren das damit. Wir sind 25 Minuten unterwegs in einem seltsamen Raum, den wir geschaffen haben, nicht zum Zwecke der Ausbeutung, Erdschätze zu gewinnen, sondern wir haben einen Raum gewonnen, das Nichts sozusagen, die Röhre, und die führt uns von Nord nach Süd. Und wir sagen Nein zu diesem Berg. Wir sagen Ja zur schnellen Verbindung, zum Praktischen. Und das Wort praktisch ist in der Schweiz ein Begriff, der alles heiligt. Da sind wir wieder bei der Religion. Aber das ist für mich die Haupttriebfeder. Es ist praktisch. Wir lieben es diskret. Wir verbergen einige Dinge tief unter Fels. Und wir wollen praktisch und schnell von A nach B kommen. Wir sind neugierig auf das Tal, endet den Berg und suchen die schnellste Verbindung. Es hat sehr vieles mit praktischem Denken, das in diesem Land sehr verwurzelt ist, zu tun. Ich sehe die Überhöhung als interessierter Laie, sehe ich die Überhöhung nicht. Möchte Herr Latterdau, nachher Herr Kandinas, genau. Also ich denke, so diese Negierung der Berge müssen wir schon ein bisschen Kontra geben. Okay, vielleicht Affinität zur Vertikal. Ich glaube, ich würde eher Ja sagen als Fachspezialist, das heißt als Vermesser, als Topograf oder als Geologe. Das heißt, ich komme zurück auf Henri Dufour, der Gründer vom Swiss Topo. Er hat schon diese schweizerische Karte, das war eine alte Geschichte, im 1865 schon publiziert. Das war eine Karte der Schweiz auf Maßstab 100.000. Und dazu, von diesen topografischen Aufnahmen, haben wir geologische Karte erstellt auf den ähnlichen Maßstab. Das war auch im 1887. Das ist nicht gestern. Das ist schon vorgestern im Prinzip.
Das heißt, und von diesem groben Maßstab sind wir ein bisschen in einen kleinen Maßstab, diese Maßstab 25.000. Diese Landesaufnahme ist noch nicht fertig bei uns, aber innerhalb von 100 Jahren werden wir Flächen, die die Schweiz kartieren, geologisch und so weiter. Das heißt, diese Aufnahme ist nicht vom gestern, aber schon vom gestern wichtig. Also, und ich glaube, eine Karte sagt nicht nur eine 2D, das sagt sicher eine 2,5D, sogar eine dritte Komponente, wenn wir können eine Karte wirklich lesen. Und jetzt kommt die neue Generation. Von dieser Karte produzieren wir 3D-Modell des Untergrunds. Und das ist die neue Entwicklung. In Mittelland, wir sind in der Lage, vom Genf bis St. Gallen bis 4 Kilometer fast 12 Schichten zu bestimmen mit der Tiefe und mit ein paar Parametern. Das heißt, ich glaube, die Affinität ist da und seit lange, seit schon mehr als fast 200 Jahren. Das wäre meine Antwort. Vielen Dank. Ja, sind die Berge zu negieren, Herr Kandinas? Nein, natürlich sind die Berge nicht zu negieren, aber trotzdem, ich fand die Aussagen von Herauf der Mauer höchst spannend, weil es ist natürlich in der Tat, darum habe ich vielleicht auch schon vorher vom Praktischen gesprochen, weil in der Politik hat das Praktische natürlich immer auch einen hohen Stellenwert, wenn wir es so sagen wollen, oder? Ich glaube nicht, dass es so ist, dass man dann den Berg negiert, sondern man will halt schon von A nach B kommen und das möglichst schnell. Auf der anderen Seite, wenn wir schauen, wo überall Seilbahnen und andere Bahnen uns hinführen, können wir sagen, gerade das machen wir aus Liebe zum Berg, weil wir allen ermöglichen wollen, unsere Berge von oben auch zu sehen und die Aussicht dann über das Land oder über die Landschaft zu genießen. Darum glaube ich, es ist so, auf der einen Seite wollen wir auf dem Berg sein und genießen und auf der anderen Seite wollen wir halt auch von einem Tal zum anderen möglichst schnell kommen. Und die Topografie, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir als Land relativ klein und bergig sind, was natürlich auch viele andere Schönheiten hat, dass die Dialekte erhalten blieben. Wir sehen das auch bei der romanischen Sprache beispielsweise. Die sind in den Tälern, je geschlossener die Täler sind, desto mehr konnte die Sprache erhalten bleiben und wird heute auch noch gepflegt und gesprochen. Und trotzdem ist dann die Faszination, wie könnte man, oder wie wir vorher gesagt haben, die Portalpin ist eine Idee, aber schon kommen Ideen, man könnte ja auch einen Oberalp-Passtunnel machen. Also ich glaube, die Faszination, durch die Berge zu gehen, das ist irgendwo vielleicht schon drin, in vor allem halt auch dort, wo man vielleicht in der ein bisschen weiter weg ist von den Zentren. Und ich glaube, das ist ja auch eine Faszination, wie wir immer wieder darüber sprechen, welche Berge könnte man noch anschließen und durch welchen Berg könnte man noch einen Tunnel machen. Das ist sicher ein Teil, das auch zu tun hat, dass die Vertikale schlichtweg eine wichtige Rolle spielt in unserem Land. Ja, jetzt würde ich natürlich gerne von der gebürtigen Österreicherin Frau Cornaro noch wissen, ob sie denn diesem Affinität für das Vertikale, ob sie das für die Schweiz eher sieht als für Österreich. Dankeschön. Ich denke, definitiv ist die Schweiz bekannt, oder, für ein Land der Berge zu sein. Aber auch die österreichische Nationalhymne ist Land der Berge, beginnt so schön, ja. Also ich denke, beide haben eine große Affinität damit. Aber was mich fasziniert, ich denke, in der Schweiz ist fast noch mehr der Landfläche von Bergen bedeckt oder ist von Bergen besetzt. Und man hat ja auch diese ganzen Täler, die dann in der Horizontalen eben nur zum Teil erforscht oder besiedelt werden können, wie Herr Kandinas auch erwähnt hat. Das sind zum Teil abgeschnittene Täler, die nicht durchgängig sind. Also Horizontalität ist nur entlang einer Talachse möglich in der Schweiz. Und ich denke, genau aus diesem Grund ist die Vertikalität Teil des DNA in der Schweiz. Also auch, wie erwähnt wurde, wir erklimmen die Berge, wir wollen die Aussicht sehen, wir haben Massentourismus in höchsten Berggipfeln ermöglicht, auf 4000ern in der Schweiz.
Wir fahren alle gern Ski, wir haben gern dieses Vertikalitätsgefühl, oder, in den Bergen. Und ist eben von dem her wirklich Teil unserer Freizeitbeschäftigung und ich würde sagen, ein Nationalsport. Ob mehr in der Schweiz als in Österreich, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich denke, insgesamt ist die Schweiz noch bergiger als Österreich. Und wir haben eben in Österreich eben auch Flachland und nicht bergbesetzte Regionen. Aber die Berge sind, wie gesagt, eine perfekte Kulisse und lassen unsere Augen von alleine nach oben wandern und ermöglichen uns dieses Gefühl von Vertikalität. Ich habe das mit meinem Co-Autor besprochen, der aus Holland stammt, wo er in einem Flachland lebt, in einer 2D-Welt, wenn man so sagen will. Und wir, hier ist das gar nicht möglich, oder? Und gleichzeitig ist der Untergrund schon seit langer Zeit in der Schweiz ein wichtiger Teil des nationalen Schutzes, würde ich sagen. Und auch es ist wirklich Teil des DNA, eben auch den Berg als Schutz zu sehen. Und daher haben wir auch viele Kavernen, die fürs Militär oder als Bunker oder für den Nationalschutz gebaut worden sind. Aber soll der Untergrund nur als Unterschlupf dienen in der Zukunft? Ich denke nicht. Ich denke, es gibt ganz viele Applikationen, wo zum Beispiel auch Hochhäuser Fundamente im Untergrund haben, wo wir an Geothermieprojekten sind im Untergrund, wo wir wichtige Energie schöpfen können aus dem Untergrund für verschiedenste Projekte, die für den Schweizer Staat wirklich effektiv auch aus wirtschaftlichem Interesse interessant sind. Oder sei es auch zur Mobilität. Und ist es aber sinnvoll, diese beiden Sphären oder den Untergrund und die Oberfläche als getrennte Sphären zu sehen? Das ist die Frage. Oder sollte man versuchen, die eigentlich besser zu verbinden und zu verlinken und als einen Raum zu sehen? Und das wurde auch schon bekanntlicherweise von Corbusier für den Plan Voisin in Paris angeschaut, dass man das als eine Fläche ansieht oder einen Lebensraum, der wichtige Funktionen hat, die in Verbindung stehen sollen. Wir hatten auch einen Vortrag von Ines Lamunière, die Architektin aus Genf, die jetzt für den Bahnhof Genf das neue Projekt eigentlich kreiert, wo eben diese, also es gibt gar nicht mehr ein Erdgeschoss, es gibt mehrere Geschosse und da ist quasi die Durchlässigkeit von oben und unten komplett gegeben und sie sagt eigentlich, es gibt immer Connectors und es ist immer verbunden, eigentlich ist zunehmend diese Auflösung eben von einer klaren Trennung von oben und unten auch in architektonischen Projekten. Das war sehr spannend zu sehen. Da würde vielleicht Jost Aufdermeyer dann sagen, ja nein, wir haben immer die Spiegelung, also wir brauchen die konkrete Abtrennung von oben und unten, weil wir einen Spiegel brauchen oder einen Gegenpol. Würden Sie dem zustimmen? Also ich sehe die Verquickung des Oben und Untens ist direkt abhängig von der Funktion des Untens. Und um vielleicht eine Relativierung der unterirdischen Bauten noch kurz aufzuzeigen, gemäß meiner Recherchen, theoretisch begehbare unterirdische Räume aneinandergereiht ergeben, und ich habe diese Zahl nicht zuletzt dank der sehr kompetenten Baufirmen, die vernetzt sind in der Schweiz und gutes Zahlenmaterial haben, zusammenrechnen können, und mit wenigen Hochrechnungen bin ich auf eine Kilometerzahl von rund 4000 Kilometern begehbare Räume in der Schweiz gekommen. Ist weltmeisterlich. Davon für die Armee fallen nur etwa 8% ab.
250 Kilometer, das meiste ist veraltet und muss geschlossen werden oder wird verkauft an Private, die glücklich sind, einen solchen Bunker zu besitzen. Ich denke, die Verquickung ist wirklich von der Funktion abhängig. Und beim Verkehr, wo wir etwa 1200 Kilometer haben, bei ähnlich viele Kilometer für den Zivilschutz, da sind Verquickungen von oben und unten selbstverständlich. Dann gibt es aber Anlagen, die heute gebaut werden von der Armee mit irrsinnig hohen Kosten, die eine Verquickung ausschließen, weil der Zweck ein anderer ist. Und ja, also es ist ein Ja und ein Nein. Und vielen Dank. Es ist offensichtlich immer komplizierter, als ich die einfachen Fragen stelle, beziehungsweise ist ja auch gut, wenn wir das ausdifferenzieren in der Diskussion. Ich möchte eigentlich gerne, weil wir auch zeitlich dann natürlich noch die Möglichkeit bieten wollen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen stellen können, vielleicht ein bisschen weitergehen und noch danach fragen. Naja, also diese Kolonisierung der Schweiz bietet natürlich auch Chancen, sehr viele Chancen in der Vertikalen. Also Frau Cornaro hat bereits darauf hingewiesen, aber es kann natürlich auch durchaus Risiken mit sich bringen. Also gerade auch, wenn wir im Untergrund zum Beispiel den Untergrund als ja, Biosphäre anschauen, als Sphäre, die dann doch, wenn man zu viel baut, womöglich gewisse Komplikationen verursacht. Aber auch natürlich die Berge, die bei dieser Kolonisierung auch Gewinner und Verlierer mit sich bringen. Ja, wo sehen Sie zukünftige Potenziale, zukünftige auch Risiken bei der Beschäftigung mit den und bei der Kolonisierung der Höhen oder auch der Tiefen der Schweiz? Jetzt habe ich Simona als Erste gesehen. Sorry. Darf ich? Ich weiß nicht, ob jemand anderen. Ist jemand ganz dringlich, möchte sich... Nein, ich glaube, es ist okay, wenn du beginnst. Ich wollte nur... Sorry, darf ich kurz auch ein paar Bemerkungen... Auf jeden Fall, gerne. Weil ich fand es sehr interessant, was Frau Cornaro gesagt hat, dass ein bisschen dieser Unterschied zwischen Österreich und der Schweiz, und ich denke, das hat auch, also historisch gesehen, damit zu tun, dass in Österreich die Asburger waren und die Schweiz in irgendeiner Art und Weise auch jetzt überspitze ich ein bisschen, aber hat wirklich die Berge, also die Alpen gebraucht als fast Form der Schweizer Einheit in irgendeiner Art und Weise, also politisch, wenn man sagt, wenn man so sagen darf. Und auch wegen dieser Verquickung von Höhe und Tiefe, ich denke, das ist auch sehr interessant, dass die Naturforscher schon in der frühen Neuzeit diese Verquickung schon gesehen haben. Also es gibt, also die Berge waren eigentlich tief verbunden mit dem Zentrum der Erde durch Kanäle und alle Katastrophen, also Hochwasser, wie auch Erdbeben, wurden dann durch dieses sehr komplexe System von Kanalisierung oder Kanalisation vom Zentrum der Erde, die dann vom Zentrum der Erde bis zum Gipfel der Berge liefen. Also das ist, ich denke, diese Imaginario, also diese Imagination oder Bild, dieser Zusammenhang hat eine sehr lange Geschichte. Und kurz zu deiner Frage zu kommen, ich denke, die Risiken haben viel mit dem Klimawandel zu tun. Also wenn man denkt, besonders in den Bergregionen, denkt man an die Veränderung des Klima, aber auch des Permafrost zum Beispiel ist ein Thema, also die Verbindung zwischen Permafrost oder Verschwinden des Permafrost und Infrastrukturen. Ich vermute, das wird ein Thema für die Zukunft. Und ich denke, du hast in deiner Frage das Wort Kolonisierung
benutzt, oder? Und ich finde, das ist sehr interessant, weil das ist für mich ein Punkt, also diese, man muss Projekte zustande bringen, die auch, egal ob es in die Höhe, in der Höhen oder in den Tiefen der Erde, aber man braucht eine breite Debatte. Also das muss nicht von oben nach unten gemacht, sondern man braucht eine, ich denke, die Bevölkerung in den Entscheidungsprozess zu verwickeln oder mit zu beziehen. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das wird ein sehr wichtiger Punkt in der Zukunft. Vielen Dank. Wer möchte sich da gleich anschließen? Der Verkehrspolitiker oder der Geologe? Der Geologe hat sich zuerst gemeldet. Ja, vielleicht, ja. Gibt es Gewinner oder Verlierer? Für mich die Frage ist vielleicht anders. Ich glaube, die größte Herausforderung ist nicht flächendeckend. Das ist verbunden mit Agglomeration. Das heißt, wir wissen schon, Planung in der Stadt wird schwierig. Es wird eng in der Oberfläche, wir müssen nach unten gehen. Es fehlt uns Kenntnis von dem Untergrund. Wie könnten wir planen im Untergrund? Es wird Nutzungskonflikt zum Beispiel zwischen Erdwärmesonde und multimodal Mobilität, zum Beispiel Cargo, Souterrain-Güter und so weiter. Aber die meisten Probleme werden in der Agglomeration kommen, ich glaube. Und trotzdem, die Agglomeration wird der Gewinner kommen, weil dort gibt es ein Sparpotenzial auf der Oberfläche. Dort werden wir sicher Raum, sagen wir, sparen und ein bisschen einige Tätigkeit im Untergrund speichern. Das ist schon so. Auch was ich will, vielleicht eine, das ist eine provokative Frage, aber ich glaube, wir sind da auch dazu. Ich habe den Eindruck, mit dem Untergrund, die Frage ist ein bisschen so. Unsere Vorfahren, das ist unsere Eltern, war eher Pionier für Talsperren, Stollen, Kernkraftwerk und so weiter. Heute wäre fast kaum möglich, einen neuen Talsperren zu entwickeln, momentan. Und also sie waren sehr stark mit der Natur verbunden. Und ich habe den Eindruck, heutzutage, wir sind nur noch Risikomanager geworden. Ich glaube, wir sind sehr stark mit Technik. Was ist Fracking? Es ist nicht erlaubt, eine Tiefbohrung zu tun und so weiter. Wir sind sehr rückhaltend. Und im Prinzip, wenn wir reden vom Klimaschutz, Energiewende und so, wir müssen positiv denken und vorwärts gehen. Und ich habe den Eindruck, wirklich, das ist vielleicht provokativ, auch mit Gewinnen und Verlieren, wir müssen unsere Mentalität ein bisschen stark ändern. Das ist ein bisschen eine Botschaft, das ich wollte gern deponiert. Vielen Dank. Wer möchte darauf antworten? Herr Gandinas. Ja gut, ich teile die Haltung, dass man die Mentalität ein bisschen ändern soll und vor allem auch etwas wagen muss, wie es unsere Vorfahren auch gemacht haben. Und die Realität ist ja auch die, und ich denke, es wird Konflikte geben, sei es im Untergrund oder in der Luft. Im Untergrund hat Herr Latterte das Treffen gesagt, oder mit der Geothermie, nachher mit Projekten wie Cargo Souterrain, wo nachher aber auch die Frage gestellt werden muss, wie macht man das in den Cities dann? Oder wenn die Ware transportiert wird von A nach B, dann muss es von dort an die Feinverteilung, die muss auch funktionieren, sonst hat man dort ein neues Problem. Ich denke, da braucht es diese ganzheitliche Sichtweise. Und in der Luft, kurz hatten wir das gesagt mit Drohnen. Momentan ist jetzt schon die Diskussion, sind die Drohnen die Taxis der Zukunft? Wann kommen die Drohnen mit den Menschen? Und ich denke, da entsteht dann nicht das Problem nur im Luftraum, sondern bei der Bevölkerung auch. Da sehen wir schon jetzt die Konflikte mit den Drohnen. Und auch, wie wird der Luftraum geregelt? Und Sie haben am Anfang gesagt, die Drohnenregulierung, ich gehöre zu den Schuldigen, die da einen Vorstoß gemacht haben für eine Drohnenregulierung, weil ich auch Präsident der Swiss Helicopter Association bin und weiß, welche Konflikte es schon dort gibt zwischen Helikopter und Drohnen. Und darum glaube ich, da haben wir viele Sachen, die zu regeln sind. Aber ich glaube, wir müssen das Positive sehen. Es ist höchst spannend, was auf uns zukommt. Und die Mobilität, die wird an Bedeutung gewinnen. Das wissen wir, die Güter.
aber vor allem auch im Personenverkehr. Und das muss alles organisiert werden. Und in dieser spannenden Zeit leben wir und dürfen wir mitsprechen. Ja, wäre ich dann die Einzige, die da ein bisschen skeptisch ist oder auch das Gefühl hat, vielleicht müssten wir uns auch Gedanken machen über, wenn wir so eingreifen, über Instabilitäten, sei es die Seismik, sei es Verschmutzung von Grundwasser. Wer baut denn da eigentlich, also was werden da für soziale Ungleichheiten vielleicht auch geschaffen oder bestärkt? Rechtsfragen, Rechtsunsicherheiten, die quasi generiert werden mit all diesen Projekten. Also einfach so quasi als Advocatus Diabolus. ist das alles quasi, wir müssen uns, also es geht wirklich darum, positiv denken, ausbeuten, kolonisieren. Wir müssen quasi da vorangehen und das scheint alles problemlos zu gehen. Um das jetzt natürlich zugespitzt zu sagen, Frau Cornaro. Ja, Frau Berger, Sie sprechen da interessante Themen an und ich möchte aber auch im Anschluss an meinen Vorredner Herrn Handiner sagen, wenn wir im Luftraum arbeiten, oder? Wir haben den Luftraum ganz stark reguliert und die Luftraumfahrt selbst zum Beispiel plant ja in 3D. Blöcken und blockt ganze Zonen aus, die dann nicht wo dann nicht verkehrt werden darf. Und auch wenn wir Hochhäuser bauen, wir bauen jetzt auch in der Schweiz bis zu 300 Meter hohe Türme, dann bauen wir in die Luft, aber wir haben natürlich einen Einfluss auf die ganzen Oberflächenaktivität, auf die Windkräfte, die auf diese Gebäude Einzug halten und auch das Klima in Stadtgebieten verändern können. Ich habe das ganz stark gemerkt in meiner Zeit, wo ich in New York gelebt habe, wo man wirklich um so einen Block dann biegt und auf einmal wie weggeblasen wird von so einem Windkorridor. Und wenn wir hinuntergehen, in den Untergrund arbeiten wir oder haben mit ganz anderen Kräften zu tun. Und wir haben mit Gestein zu tun und mit Geologie und mit Geomaterie und wie angesprochen wurde, rechtlichen Aspekten, wem gehört der Untergrund, was befindet sich dort, wie können wir den so eben nutzen, dass das auch sozialwirtschaftlich gesehen fair ist, wie Sie, Frau Berger, angesprochen haben. Wie gehen wir mit den Ökosystemleistungen vor? Was machen wir mit den Baumaterialien, die wir also ausheben, wenn wir diese Hohlräume schaffen? Also wie gesagt wurde, glaube ich, anfangs beim Gotthard-Basistunnel wurden ja 90% der des Aushubs wurde wiederverwertet für sinnvolle neue Zwecke. Und das muss man auch überlegen. Und dann diese ganzen Hohlräume, die wir schon geschaffen haben aus früheren Minen zum Beispiel oder aus Bergwerken. Was machen wir mit denen und wie können wir die sinnvoll nutzen, dass die eben kein instabiles Gebilde unter unseren Füßen bilden, sondern eigentlich ein neues Leben haben können. Und da sind zum Beispiel interessante Beispiele aus Holland und aus Norwegen, wo unterirdische Datenzentren, aber auch energietechnisch interessante Projekte mit Wärmetauschern, wo dann Gebäude oberhalb gewärmt werden können, gemacht werden. Also man muss dann auch diesen 5D-Aspekt überlegen, den mein Co-Autor und ich vorschlagen mit einer multidisziplinären Planungsaspekt, wo wir nicht nur in 3D arbeiten, sondern 5D mit der Achse Geologie und mit der Achse Zeit, weil wir schaffen da Räume für lange Zeiträume, für über 100 Jahre. Und wir müssen eben auch denken, wie wir die künftig in unsere gesellschaftspolitischen Aspekte und infrastrukturellen Bedürfnisse wirklich auch für die Zukunft nachhaltig gestalten können. Vielen Dank.
Wir sind schon recht weit fortgeschritten. Eine Frage möchte ich noch ans Podium stellen und dann vielleicht einen Raum öffnen für das Publikum auch. Und wir haben jetzt, also Rechtsunsicherheit, Untergrund wurde gerade besprochen. Leonie Dörig ist auch dabei im Publikum, die zu diesen Fragen gesprochen hat, in der Ringvorlesung. Sagen wir mal so, welche Initiativen, welche Debatten müssten Ihrer Meinung nach unbedingt jetzt angestoßen werden, damit man so etwas wie eine nachhaltige Auseinandersetzung mit Tiefen und Höhen der Schweiz garantieren kann? Also nachhaltig jetzt in einem sehr umfassenden Sinne, auch die Nutzung dieser Höhen und Tiefen. Was müsste geschehen oder wo drängt es am ehesten im Moment, um quasi diese Nachhaltigkeit wirklich auch zu gewährleisten? Herr Joost auf der Mauer. Der Untergrund, das wurde bereits erwähnt, mehrfach, bietet sich an, wesentliche Probleme im oberirdischen Verkehr zu lösen, indem das Projekt mit dem Cargo Souterrain relativ weit fortgeschritten ist in der Planung, in der Skizze zumindest. Und das wäre ein Projekt von großer Nachhaltigkeit, ganz im Gegensatz zu einem riesen nationalen Projekt, das in zwei Volksabstimmungen abgesegnet worden ist in den 50er und 60er Jahren, nämlich dem Zivilschutz. Das Land hat sich entschieden, als eines der wenigen, ganz wenigen Länder auf der Welt, allen Menschen hier einen Schutzraum, eine Betondecke über dem Schädel einzurichten. 115% der Bevölkerung haben einen Schutzplatz. Und wir haben dieses Geld für das eingesetzt und nicht nachhaltig, zum Beispiel für die Friedenssicherung, für eine Institution, die dieses Land oberirdisch sicher macht. Wir gehen von dem Pessimalfall aus, warten auf den Ernstfall, auf den Dritten Weltkrieg. Das sind keine nachhaltigen Projekte. Das ist eigentlich eine helvetische Gesamtdummheit, die da installiert worden ist. Aber diese verkehrstechnische Lösung, die da angeboten wird mit dem Cargo Souterrain, davon bin ich begeistert. Dasselbe gilt, ich habe es am Anfang schon gesagt, für die Portalbina, ein wunderbares Tourismusprojekt, weltweit einzigartig, das bestimmt auch nachhaltig betrieben werden kann und heute eigentlich bereit ist zur Installation. Und das sind nachhaltige Projekte, die auch umweltverträglich sind. Und das Gegenteil habe ich erwähnt. Genau, die Zivilschutzbunker kenne ich aus meinen eigenen Studien sehr gut. Das sind quasi dann, fragt sich heute vor allem, was macht man mit diesem materiellen Kulturerbe, oder? Also da müsste man so gewisse Fragen mal stellen, denke ich. Das ist vielleicht auch in die Politik gerichtet. Aber es ist eine andere Diskussion. Ja, möchte sonst jemand zu dieser nachhaltigen, also was müsste geschehen an Initiativen, an quasi auch Debatten, Gesetzgebungen womöglich, um diese nachhaltige Nutzung zu garantieren? Darf ich ganz kurz anschließen? Oder ist Herr Latelin? Ne? Wer möchte denn beginnen? Frau Gonaro und dann Herr Latter. Ich halte mich kurz. Ich einfach im Anschluss an Herrn Joost von der Mauer. Ich stimme da überein, oder? Das Cargo Souterrain wirklich ein wegweisendes Projekt sein wird, auch in der Gesetzgebung. Es unterquert drei Kantone und es wird wirklich auf nachhaltige Art und Weise den Cargoverkehr, den Lastverkehr in der Schweiz beeinflussen. Und es ist ein wegweisendes Projekt, weil es auch privatwirtschaftlich finanziert ist und keine staatlichen Gelder verwendet. Es wird schon beäugelt von weltweit als Vorzeigeprojekt. Und ich sehe da ein großes Zukunftspotenzial. Ich möchte auch noch eine Organisation erwähnen, SCOUT, Swiss Center of Applied Underground Technologies, die große Vorstöße machen mit innovativen Lösungen für eben nachhaltige Nutzung des Untergrundes.
Und ich möchte zwei Projekte schnell erwähnen. Das eine ist Underground Farming. Also es geht darum, dass wir in unseren Städten im Untergrund Nahrung produzieren können in der Zukunft, weil wir nicht mehr die Flächen haben werden, weil die Klimaverhältnisse nicht mehr stimmen werden, weil wir in gewissen Gebieten vielleicht Wasserknappheit haben oder was auch immer. Und eben auch Datenzentren, weil wir immer mehr Daten brauchen. Und diese Datenzentren fressen riesige Landflächen auf an der Oberfläche und sind wahnsinnige Energieverpulver. Wir können die klimatisch und nachhaltig interessant im Untergrund ansiedeln. Und dazu hat Scout Lösungsansätze und Pilotprojekte am Laufen. Vielen Dank, Herr Latterte. Ja, vielleicht noch kurz eine Bemerkung. Also die Nutzung des Untergrunds sind schon erwähnt, diese Raum für Infrastruktur, Grundwasser, Energie und Rohstoff. Das ist bekannt, aber leider sehr schlecht kartieren. Wirklich, wir haben keine Ahnung, wie es verteilt im Mittelland zum Beispiel. Das ist ein Punkt. Und diese Nutzung stoßen sich mit Globaltreiber, wie zum Beispiel Klimaschutz, Energiewende, Urbanisieren, Mobilität, guter Transport. Das wäre eine zweite Achse, da wir müssen ein bisschen, oder Digitalisierung. Ich glaube, diese multisektoriale Decken, das wurde vom Antonia diskutiert, das ist wichtig. Und meine letzte Botschaft ist schon da. Zum Beispiel den Abkommen von Paris, das ist top-down, das ist eine politische Entscheidung. Und im Prinzip die Auswirkung wird bis CO2-Speicherung im Untergrund. Und das wird lokal kommen, das heißt von meinen Politikern nach unten bis auf eine Lokalebene. Und dort stellt die Frage, wie könnten wir diese regional- oder nationalen Projekten wie tiefengeothermische Speicherung vom CO2 oder diese Cargo-Souterrain mit den Privatinteressen ein bisschen koppelt. Also wir haben auch noch nicht, aber wem gehört den Untergrund? Aber es kommt immer die Frage, was ist national und regional? Und das ist Klimaschutz, das ist Energiewende gegenüber die Interesse vom Eigentümer. Und diese Frage ist sicher nicht gelöst in der Schweiz. Herr Kandinas? Ja, ich denke schon, dass, was wir vorher auch gehört haben, in der Höhe ist viel mehr geregelt, weil wir auch mit dem uns viel mehr auseinandergesetzt haben. Und der Untergrund, der kommt jetzt, und Cargo Sutter ist ein Projekt, welches ja genau die Fragen aufwirft, vor allem auch wieder die kantonalen Fragen, weil es ein überkantonales Projekt ist. Und auch hier, wir wissen, die Ständerätliche Kommission hat ja noch weitere Abklärungen auch verlangt vom Bund, bevor man das Projekt weiter beurteilt, auch was die Finanzierung anbelangt. Also ich bin für solche Projekte ja grundsätzlich positiv eingestellt, aber ob die Finanzierung dann wirklich dann so kommt und ob man wirklich dann das Geld zusammenbekommt, das wird die Zukunft dann weisen. Aber ich glaube, genau dort findet dieser Prozess im Moment statt, dass man diese Abklärungen trifft. Und ich glaube, so wie wir es immer machen in der Schweiz, wir werden nicht zu wenig Abklärungen treffen, wir werden auch nicht zu wenig Einschränkungen machen. Da bin ich überzeugt davon, und es wird diesen Konflikt zwischen Energiepolitik, Verkehrspolitik, Datenpolitik, wo auch übrigens, oder wie Frau Kornauer gesagt hat, auch die Bergen sich ideal dafür eignen, für diese als Datenzentren. Das sind die Themen, die uns viel mehr in Zukunft beschäftigen werden als die Höhe. Da teile ich vollkommen die Meinung. Vielen Dank. Ich würde jetzt wirklich auch das Publikum gerne mit einbeziehen. Ich habe schon gesehen, im Chat gibt es bereits eine Nachricht bzw. einen Kommentar von John Mathieu. Man kann sich jetzt durchaus auch direkt einschalten, im Chat eine Frage stellen oder quasi sich als Fragender oder Fragende einschreiben und sich dann direkt an die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer wenden. Wer möchte hier beginnen? Darf ich das Wort an John Mathieu geben? Er ist jetzt gerade nicht eingeschaltet. Ich möchte aber nicht natürlich, dass... Ah, doch, er ist hier.
Ja, vielen Dank. Ja, ich habe nur einen kurzen Kommentar gemacht zu dieser nationalen Affinität, Schweiz, Vertikalität. Und ich denke, dass man das doch ein bisschen so, wie es eigentlich auch in der letzten Runde angeklungen ist, differenzieren muss. Ich glaube, mit den Bergen, da müssen wir nicht mehr lange darüber diskutieren, das ist es klar. Aber die also der Untergrund ist für die Schweiz eher eine Innovation. Sehr zukünftig und irgendein nationales Bewusstsein kann sich um gewisse Projekte ranken, also der Gotthard, die Gotthardtunnel, da muss man ja jetzt im Plural sprechen, die sind sicher da in und die lenken die nationale Aufmerksamkeit wenigstens für einen gewissen Moment, vielleicht auch das CERN. Und natürlich, es hat irgendwie diesen Charme der Zukunft, oder? Und des Unbekannten. Aber ich denke nicht, dass man zu dem heutigen Zeitpunkt sagen kann, dass die Schweiz wirklich eine nationale Affinität hat, mentalmäßig, denke ich jetzt, zur Vertikalität. Wenn man an den Untergrund denkt und die Geschichte des Untergrunds, die kommt ja eher vom Bergbau, oder? Und da würde ich jetzt Österreich eindeutig im Vorteil sehen, weil Österreich hat natürlich eine historisch sehr bedeutende Bergbaugeschichte und liegt 500 Jahre zurück in Tirol, aber auch Steiermark, Kärnten und so weiter. Da ist alles, was in der Schweiz diesbezüglich geschehen ist, in dieser frühen Neuzeit, ist eigentlich unbedeutend. Ich denke eigentlich, die Geschichte der Schweiz im Untergrund beginnt so ungefähr mit dem Gotthardtunnel, oder? Und das ist natürlich, es war auch nicht der erste Alpentunnel. Also das war einfach mein Einwand. Aber das ist nichts, kein Einwand gegen das Thema, das zu lancieren, historisch ist natürlich interessant. Ich glaube einfach nicht im Moment, dass man sagen kann, dass die Schweiz eine mentalmäßige Affinität zur Vertikalität hat. Danke. Möchte jemand vom Podium gleich darauf reagieren? Herr Schenker hat sich noch eingeblendet mit dem Bild. Haben Sie eine Frage, Herr Schenker? Ja, eher zwei Kommentare. Das eine ist, wir haben verschiedene Aspekte des Untergrundes jetzt beleuchtet. Ja, vor allem der wichtigste heute sind in der Schweiz nicht die Rohstoffe, sondern der noch zur Verfügung stehende Raum. Und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut wegen diesem Flyer mit dieser Grafik da von Ines Jenger. Das war ja vom Geologenverband initiiert vor mehr als 20 Jahren, weil wir Geologen haben gemerkt, es wird eng im Untergrund. Und die nachhaltige Nutzung des Untergrundes ist wirklich ein Thema. Und ich freue mich jetzt sehr, dass dieses Thema schon von so vielen Leuten angegangen wird und zum Denken und zum Handeln anregt. Da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Vielen Dank, Herr Schenker. Ich möchte gerne also alle auffordern, Sie dürfen jetzt auch Fragen stellen an die TeilnehmerInnen dieses Podiums. Wer möchte hier noch eine Frage anbringen? Im Chat kann man das notieren oder man kann sich einschalten. Vielleicht sind auch ehemalige bzw. ReferentInnen der Ringvorlesung noch gerne bereit, vielleicht einen Kommentar zu formulieren oder eine Anmerkung jetzt auch zur Diskussion. Genau, Frau Cornaro hat hier noch Webinare zukünftige in den Chat gestellt. Ja, ich dachte, vielleicht ist das von Interesse für manche Zuhörer und auch für die anderen Panelisten. Und die finden auf Englisch statt, aber haben genau das Thema, also vieles der Themen, die wir heute besprochen haben, werden da kanalisiert und mit Experten aufgegriffen. Vielen Dank. Sonst könnte ich noch kurz, also was ich natürlich wirklich wissen möchte, kommt die Porta Alpina? Ja, dann versuche ich die Frage zu beantworten. Die muss kommen. Die Frage ist nur, wann kommt sie?
Und eigentlich, ich habe es vorhin nachgeschaut, es war im April 2003, als wir die Petition eingereicht haben. Und wir warten jetzt. Nein, Spaß beiseite. Der Grosse Rat des Kantons Graubünden hat der Regierung auch den Auftrag erteilt, dieses Thema wieder aufzugreifen. Und im Kontext mit dem ganzen Gotthard, mit dem ganzen Gotthard-Programm, welches dann anschließend aufgegleist wurde, ist es gut möglich, dass wir irgendwann die Realität haben. Und die andere Idee, die wurde auch voraufgekommen, dass man allein den Untergrund erlebbar machen kann. Und das war die Galeria Alpine, die man auch schon besprochen hat, weil es hat unten im Tunnel ein Schaufenster. Ich war auch schon dort, wo man die Züge sieht. Im Moment ist einfach das Problem, dass niemand kommt zu diesem Schaufenster, weil der Lift außer Betrieb ist. Und ja, ich glaube, wir müssen da dranbleiben und irgendwann ist man soweit. Es gibt immer wieder Ideen, immer wieder Kontakte. Mehr dazu kann ich nicht sagen, aber es ist mehr als ein Traum, es ist eine Vision, es wäre eine Chance für die Schweiz. Vielen Dank. Dann habe ich Michael Flütsch, der eine Frage hat. Wenn Sie sich einschalten möchten, Herr Flütsch. Ja, genau. Vielen Dank soweit auch für die spannende Diskussion. Ich wollte noch mal nachfragen bei Herrn Aufderbauer, diese Einschätzung der Zivilschutzbunkeranlagen habe ich doch sehr negativ wahrgenommen. Also wie war das genau gemeint, dass das nicht nachhaltig war? Weil zur damaligen Zeit, als diese Bunker ja erstellt wurden, war ja schon, glaube ich, der Kalte Krieg und der Gedanke daran, die Bevölkerung, vielleicht auch die Kultur irgendwie zu schützen, prominenter. Jetzt vielleicht aus der heutigen Perspektive ist das anders, aber so aus der damaligen Perspektive finde ich das ein bisschen hart beurteilt vielleicht. Ja, danke, ich darf antworten. Die damalige Perspektive ist auch heute noch gültig. Es wird weitergebaut. Das ist das eine. Und das andere ist, es sind zwei Volksentscheide gefallen vor rund 50 Jahren und etwas mehr, die das befürwortet haben. Ich sage nur, wir sind eines der ganz wenigen Länder, die sich diese Betondecke über den Kopf gezogen haben. Und ich möchte vielleicht sagen, das ist mit Dürrenmatt gesprochen, der Schweizer ist ein vorsintflutliches Wesen, das auf die Sintflut wartet. Und deshalb ist es eine mentalitätsgeschichtliches Phänomen, dass wir uns wie kein anderes Land so sehr in den Untergrund zu verziehen bereit sind und nicht in die Abwehr der Gefahr oberirdisch sorgen, sondern passiv drunten warten. Das hat mit dem Kalten Krieg auch ein bisschen zu tun. Aber da waren ja auch andere Länder beteiligt, die sich nicht so verhalten haben wie wir. Ich möchte das einfach darstellen. Und das ist ein bisschen eine schweizerische Eigenart, dass wir das so gelöst haben, diese Frage. Okay, danke. Okay. Darf ich auch kurz darauf antworten? Ich wollte nur sagen, zum Beispiel, Herr Jost von der Mauer, die Finnen haben ja auch große Bunkeranlagen und schützen sich vor allem gegen die Russen, aber die verwenden die eben auch für andere öffentliche Zwecke. Also die sind dann wirklich nur in einer Kriegssituation, werden die effektiv als Bunker genutzt und sonst beherbergen sie wichtige Infrastruktur oder Versorgungsinfrastruktur oder auch Sporteinrichtungen für die Bevölkerung. Also es ist quasi wie ein doppelter Nutzen da für diese Anlagen und das könnte man vielleicht in der Schweiz auch überlegen.
Ich war so fasziniert von der Haltung von herauf der Mauer zur Portalpine, dass ich nicht sagen wollte. Aber da bin ich genau gleicher Meinung. Wir setzen das schon heute sehr oft für Klassen, Schullager im Tourismus ein. Und auch bei Unwetter kamen die Zivilschutzanlagen schon des Öfteren zum Zuge. Ob die ja jetzt wirklich bei 115%, das wusste ich auch nicht, das habe ich heute gelernt, dass 115% der Bevölkerung einen Platz hat, ob man das nicht reduzieren könnte auf die 100% oder auch darunter. Die Frage kann man sich wahrlich stellen, die nehme ich so mit. Aber es ist nicht so, dass man heute aus diesen Anlagen nichts macht. Ich glaube, so kann man es vielleicht auch nicht stehen lassen. Da bin ich Frau Cognaro, dass Sie das auch erwähnt haben. Nein, absolut. Das möchte ich auch gesagt haben. Und so etwas wie die Porto Alpinas sehe ich auch als sehr zukunftsträchtig und hoffe, dass die auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Simone. Genau, sorry, eine kurze Frage. Ich wollte an Herrn Candinas mal, also von Herrn Candinas wissen, wie dann die Debatte in der Öffentlichkeit verlaufen ist wegen der Portalpina. Also wie war, ich weiß, es gab ein Referendum, das positiv angenommen wurde, aber mir interessiert auch, also ich denke, dass solche Projekte auch von der Bevölkerung mitgetragen werden sollten. Und deswegen frage ich Sie, wie war dann die Diskussion in der Bevölkerung? Ja gut, ich versuche die Kurzfassung zu machen, weil es ja eigentlich nicht eine Diskussion zur Portalpinen ist und ich auch nicht den Vorwurf erhalten will. Ich habe aus dieser Diskussion eine Portalpinen-Lancierungsdiskussion gemacht. Damals war das natürlich eine sehr visionäre Idee, die von der Bevölkerung, die Bevölkerung glaubte nicht groß daran. Aber innerhalb einigen Jahren hatten wir so weit, dass die Bevölkerung bei einer Volksabstimmung in Graubünden 20 Millionen Franken mit 70% gesprochen hat. Also die Bevölkerung stand total hinter der Idee. Natürlich gab es hier beim Bund, hier im Bundeshaus, wo ich jetzt gerade bin, auch andere Ideen. Und es war eine, wie der Name schon sagte, eine Alpentransversale und eigentlich nicht die Idee, dass man mitten im Tunnel dann aussteigen kann. Und das hat damals dann mit SBB und mit dem Parlament den Ausschlag gegeben, wobei man klar sagen kann, man hätte auch ein, zwei Halte pro Tag machen können. Da hätte es Lösungen gehabt, weil auch die Güterzüge nicht so schnell wie die Personenzüge sind und. Da waren Ingenieure dran, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall hat man es nachher abgelehnt oder noch den Ausbau unten gemacht für 15 Millionen. Die Hallen, die sind da, noch die Haltestelle, die fehlt. Und das ist jetzt wirklich eine Kurzfassung von dem, was ging. Und im Moment ist es jetzt mehr kantonal als national das Thema. Christian Rohr, gerade dazu. Ich hätte eigentlich eine Frage in eine bisschen andere Richtung, die aber natürlich auch wieder indirekt mit dem Gotthard zu tun hat. Nachdem ich jetzt mit Frau Cognaro, der zweite Österreicher, in der Runde bin, und eben dieses Land der Berge, Schweiz, Österreich, auch immer wieder in meinen Forschungen vergleiche, fällt mir jetzt hinsichtlich der Vertikalität eher auf, dass in Österreich deutlich stärker das Hinauf und weniger das Hinunter geht. Also das heißt, beispielsweise, wenn man sich mit Untergrund in Österreich klischeehaft behandelt, dann kommt man irgendwo zu den Wiener Kanaleinrichtungen und zum dritten Mann und was auch immer, aber man kommt jetzt wahrscheinlich nicht zu einem Projekt wie Cargo Souterrain oder so. Das heißt, das sind ganz andere Formen des Untergrundbewusstseins und mir wäre auch nicht bewusst, dass beispielsweise Tunnelbauprojekte so identitätsstiftend gewesen sind, also so wie der alte Gotthardtunnel oder auch der neue Gotthardtunnel, als ich das erste Mal durch den neuen durchgefahren bin, da kam dann bei Erstfeld so in vier oder fünf verschiedenen Sprachen die Ansprache, Sie fahren jetzt durch den längsten Tunnel der Welt etc. etc. Also das wäre völlig undenkbar, denke ich, also wenn jetzt beispielsweise dann der Brennerbasistunnel einmal fertig wird, dass so eine Ansage kommen würde, obwohl der dann mit seinen Verzweigungen sogar, glaube ich, länger wäre als der Gotthardtunnel. Aber dieses Identitätsbildende,
das ist irgendwie das Besondere, das mir an der Schweiz auffällt. Das ist, glaube ich, auch, wenn man sich jetzt bei den alten Tunnelprojekten, also Gotthard Alt und etwa den Arlbergtunnel in Österreich ansieht, die sind ähnlich lang, die sind ähnlich bedeutsam gewesen, auch für den Verkehr. Aber der Gotthard ist viel mehr zur nationalen Identität geworden. Und da wäre meine Frage, gibt es hier Meinungen, warum in der Schweiz gerade dieser Untergrund so viel stärker im Gebirge hier identitätsstiftend ist, als beispielsweise im vergleichbaren Österreich? Übrigens, die Alpenfläche in Österreich ist ziemlich genau 2/3 wie in der Schweiz. Also das wäre gar nicht so der Unterschied. Wer möchte sich dazu äußern? Jon Matthieu, der eigentlich gegen diese These argumentiert hat. Ja, natürlich. Genau. Ich habe ja auch, wie soll ich sagen, Österreich, Schweiz haben mich immer sehr interessiert, oder? Also der Semmering war ja doch auch ein ziemlich nationales Projekt, Christian. Aber du magst recht haben. Und eigentlich im Moment gibt es ja ein, und ich bin da in dieser Arbeitsgruppe, ein neues Gotthard-Pass-Museum. Und das ist jetzt wirklich dezidiert auf die Löcher zugeschnitten, oder? Weil wir uns gefragt haben, was hat die Leute wirklich interessiert? Und das ist eigentlich die menschliche Aktion, oder? Es gab das Urnerloch und dann den ersten Eisenbahntunnel und so weiter. Es begann zwar spät, aber dann ziemlich stark. Und ich denke, heute ist der Gotthard eigentlich der durchlöchertste Berg der Welt, das würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, ein Bestandteil dieses nationalen Nimbus um diese Tunnels ist einfach die Tatsache, dass die Schweiz noch transalpin ist. Also es ist eigentlich das einzige Land im Alpenraum, das noch einen Südteil hat und einen Nordteil. Und du weißt, wie das in Österreich gegangen ist. Südtirol fällt an Italien und das ist eigentlich das Gleiche in den Westalpen oder mit der Savoyen abgetrennt und gehört nach Frankreich. Und ich denke, diese nationale Komponente, die war eigentlich auch sehr wichtig für diese neuesten Röhrenprojekte. Also eigentlich, wenn Herr Gandinas jetzt im Bundeshaus sitzt, also ich denke, dort muss man das einfach berücksichtigen, oder? Weil aus Tessiner Perspektive ist diese Anbindung, und ich weiß das aus beruflicher Erfahrung, ich habe dort länger gearbeitet, es ist etwas anderes, oder? Und die wollen mit dem verbunden sein. Und ich glaube, das ist einer der Gründe für diese nationale Aufladung. Ad hoc ganz kurz dazu. Ja, stimme ich durchaus zu. Allerdings eben Vorarlberg ist dadurch auch nicht näher an Österreich mentalitätsmäßig herangekommen. Also das heißt, dieser Arlberg, der so fast so eine Kulturscheide darstellt, der ist auch durch den Arlbergtunnel nicht wirklich überwunden worden. Also sowohl Straßen- als auch Bahntunnel kommt mir vor. Also von dem her ist diese Verbindung zum Tessin als identitätsstiftender Teil der Schweiz vielleicht wirklich der stärkere, als es vielleicht in Österreich hier könnte sein, aber man müsste das vielleicht näher untersuchen. Ja, Vorarlberg war vielleicht auch immer ein bisschen ein abgestelltes Territorium, sogar von Tirol her, oder? Es gehörte ja zum Kronland Tirol. Aber trotzdem, und dann gab es diese Bewegung sogar noch zur Schweiz und so weiter. Aber da müssen wir lange darüber sprechen, ja. Genau. Ja, Herr Auftermaurer und Herr Gandinas haben sich dazu noch gemeldet. Ich möchte nur ganz kurz etwas sagen. Jon Matthieu hat den Gotthard genannt und ihn als Berg bezeichnet. Das ist er ja natürlich nicht. Es ist nur ein Pass und nicht einmal ein besonders hoher. Aber genau in dieser Terminologie steckt eben das, was uns zur Beantwortung dieser Frage führen könnte. Dieser riesige Berg Gotthard, der mythologisch mitten in uns für alle sichtbar dasteht, hat natürlich eine Vorgeschichte zu dem, was vorher gesagt wurde, in dem, dass die geistige Landesverteidigung
sich dessen bedient hat und moderne Sagen hervorgebracht hat, dass das Redwied zum Beispiel eine Erschließung ermöglicht, dass man mit den richtigen Schlüsseln mit einem Lastwagen von Genf bis St. Margrethen durchfahren kann, unterirdisch, unter den Bergen, die uns beschützen. Und das unterscheidet uns wahrscheinlich von Österreich. Das ist mein kleiner Beitrag. Herr Kandinos? Ergänzend, ich wollte nur sagen, oder wenn wir das mit dem Tessin anschauen, dann ist das halt auch die Feriendestination vieler. Oder ich denke auch, das ist die Verbundenheit der Schweiz mit der italienischen Sprache. Und rund um den Gotthard, wenn wir es so sagen wollen, haben wir alle Landessprachen. Ich sah das immer bei den Treffen von der Gotthard-Region, wo man an diese Projekte ging. Natürlich waren eher die vom Oberwallis dabei, aber als Wallis, wo auch die französischsprachige Schweiz abdeckt, ist irgendwo auch ein bisschen ein Zentrum zwischen den vier Sprachregionen zwischen unserem Land. Wenn ich darf, bevor ich dann nachher auf den Zug gehen muss, richtig Berggebiet, Richtung Graubünden, noch zur Frage von Frau Zeller, die hat ja noch eine Frage gestellt, wenn ich das sagen darf, ob wir nicht mehr schweizweit denken sollten. Natürlich, da teile ich vollkommen, dass wir mehr schweizweit denken müssen. Wir merken das ja gerade auch beim Gotthard-Basistunnel und bei anderen Verkehrsprojekten, dass da hier im Ausland man teilweise nicht bereit ist, sei das in Deutschland oder Italien. Nur, es ist einfacher gesagt als getan, weil wir die Verkehrspolitik beispielsweise, wenn wir jetzt auf Verkehrspolitik gehen, weniger bestimmen können, wie es andere Länder machen als wir. Aber das sind Diskussionen, die wir immer wieder haben, auch mit Vorinvestitionen im Ausland, gerade auch im Bahnsektor, wurde alles schon gemacht, stehen neue Ideen an. Da können wir uns nicht als Insel beobachten. Das können wir nur für den Binnenverkehr. Aber der große Teil ist natürlich nicht nur rein Inland bezogen. Und da teile ich nicht nur im Verkehrsbereich, sondern auch in anderen Bereichen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, Sie haben es im Verkehrsbereich gemeint, weil Sie von Cargo Souterrain gesprochen haben. Das auf jeden Fall. Ja, wir sind wirklich zeitlich relativ weit fortgeschritten und ich will auf keinen Fall, dass Herr Kandinos seinen Zug verpasst in die Berge. ich würde vorschlagen, Christian Rohr, wie siehst du das, dass wir an dieser Stelle langsam zum Ende kommen? Falls es nicht dringliche Fragen aus dem Publikum noch gibt, was ich aber nicht unterbinden möchte natürlich. Aber wir sind eigentlich schon eine Viertelstunde über so der prognostizierten Zeit angelangt. Ich würde eigentlich gerne danach vorschlagen, dass diejenigen, die noch bleiben können, sich ein bisschen informeller noch hier austauschen können. Ich bedanke mich unglaublich herzlich bei allen Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieses Podiums. Es hat mir sehr Spaß gemacht, Sie kennenzulernen, wiederzusehen, mich mit Ihnen auszutauschen, diese Debatte quasi zu lancieren. Ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben, dass wir quasi auch dieses Thema weiter bestreiten werden in einer interdisziplinären Perspektive. Ich werde sicher dranbleiben, mit Christian auch. Ich denke, es ist ein Thema, das uns nicht loslassen wird, zumindest was so diese zukünftigen Projekte anbelangt, aber mich auch nicht loslassen wird im Hinblick auf diese DNA der Schweiz, die mich ja wirklich so grundsätzlich beschäftigt. Ja, ich danke allen ganz herzlich, Simona Boscani, Antonia Cornaro, Martin Gandina, Olivier Latteltin, Just Auf der Mauer. Ich